Danke, Frau Kahn. Whitney Houston, wirklich ein internationaler Topstar. In einem Jahr kann man sie wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlen. So schnell geht ihre Karriere rauf. Heute Nachmittag wollte ich mich ein bisschen mal hinlegen, ein bisschen ausruhen, war aber nicht, denn es kreischten 1000 Leute draußen. Woran lag es? Ich habe aus dem Fenster geguckt. Ein Mensch kam auf die Straße und der gehörte zu einer gewissen Gruppe. Und die tritt jetzt auf. Die Glorreichen, hier sind sie, Depeche Mode. Jetzt suche ich von euch hier den größten Depeche Mode-Fan. Wer ist es? Wer ist es? Du bist es? Bist du der Größte? Okay, denn die darf hier auf die Bühne und aus nächster Nähe das Ganze beobachten. Dann müssen wir dich hier rausholen. Komm mal her. So, da kommen schon hilfreiche Hände. So. Eine ist die Glückliche. Eieiei, zerquetscht dir nichts. Mein Gott, die gute weiße Hose. Ach du liebe Zeit. Muss wieder in die Reinigung. So, komm her. Wie heißt du? Komm her. Wie heißt du? Ich bin die Martina. Die Martina, komm. Dann kannst du hier hin. So, sag dem Dave guten Tag. Dave, Martina. So.
So. Okay. Jetzt kommst du ein bisschen hier rüber, dann kannst du nämlich alles aus nächster Nähe sehen. So, da bist du nicht im Bild. Und jetzt gibt's natürlich nochmal Depeche Mode, warte mal. Na, die ganze Zeit nicht, aber jetzt, wenn die Gruppe spielt, ja. Also die ganze Zeit nicht, wäre ein bisschen viel. So, den nächsten Titel darfst du ansagen. Du kennst den neuen Titel von Depeche Mode? Jetzt fällt er dir nicht ein, was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier steht er aufgeschrieben. Also, sag's an. It's called a heart. Ach, das kam raus. Depeche Mode. So eine Dortmunderin ist jetzt jedenfalls glücklicher. Sie stand in der Nähe und hat sogar Hände geschüttelt. Aber allen konnten wir das natürlich auch nicht möglich machen. So viel Platz haben wir nun auch nicht. So, und jetzt kommt jemand, der ist euch natürlich und sicherlich bekannt, aber ihr wisst vielleicht nicht, dass er eine geheime Verbindung zu Roy Black hat. Ja, es ist so. Er hat nämlich eine Sängerin engagiert, die hat tatsächlich mal mit Roy Black zusammen gesungen, nämlich Schön ist es auf der Welt zu sein.